ich bin mit meinem Sohn natürlich immer etwa zu Fasnacht gegangen. Und er hat sich immer eine eigene Maske gewünscht. Und da habe ich ihm einen Kurs auf Weihnachten geschenkt. Und der Kursleiter hat gesagt, ja, du, schau, du kommst auch gerade mit. Und dann haben wir, ja, da habe ich mit meinem Sohn zusammen den Kurs besucht. Wenn ich eine Maske mache, dann gehe ich folgendermaßen vor. Sinnvollerweise mache ich am Anfang ein Modell. Danach weiss ich eigentlich, wie die Maske soll aussehen. Mache ich lustige, mache ich böse oder eine urchige. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich einen Holzklotz, also einen Rolling, den ich auf den Grab schnitze. Wenn ich den grob geschnitzt habe, gehe ich immer ein bisschen feiner, bis ich sie nachher verschleife. Nach dem Verschleifen kommt sie nachher unter einen Holzklotz über und dann wird sie innen ausgenommen. Und zwar, dass man die Maske auch tragen kann. Ausnehmen tue ich sie mit der Motorsäge zum grössten Teil. Am Schluss wird die Maske mit Leinöl wird sie gegölt. Ganz am Schluss bohren wir noch ein paar Löcher, bohren, dass man das Gummi montieren kann. Und nachher gehen wir zur Fasnacht.